Auf etwas Neues können Sie sich heute bei uns in ERZ TV, das Magazin, freuen. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Carsten Blechschmidt. Gleich zu Beginn schauen wir nach Groß-Waltersdorf. Dort wurde von uns im Hotel Trakehnerhof die erste Folge einer neuen erzgebirgischen Fernsehsendung gedreht. Deren Titel Erbgerichte, Treffpunkt kulinarisch unterwegs. Durch die Sendung wird mit Professor Gotthard Schicker ein Experte führen, der viele Facetten und fast vergessene Traditionen der Erzgebirgsküche kennt. Professor Schicker hat die Kulturgeschichte der Gastronomie im sächsischen und böhmischen Erzgebirge wissenschaftlich aufbereitet und ein Buch zum Thema verfasst. Essen ist Tradition und Identität. Diesem Gedanken will die neue Sendereihe Rechnung tragen und dabei anregen, dass Traditionelles nicht von unseren Tischen verschwindet. Ich gebe ab an Professor Gotthard Schicker, bin aber nachher wieder für Sie zur Stelle. Glück auf, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen Sendereihe Erbgerichte aus dem Trakehnerhof in Großwaltersdorf, aus der Stülpner Ecke des Trakehnerhofes. Erbgerichte deshalb, weil wir Gerichte, die wir aus unserem Erbe unserer Großväter, unserer Großmütter, aus den Küchen des Erzgebirges, Gerichte, die längst vergessen, die verschollen sind, wiederbeleben wollen. Und hier im Trakehnerhof ist das schon gute Tradition, dass man sich der erzgebirgischen Küche wieder zuwendet und sie aber auch in moderner Form auf die Tische bringt. Ich habe mich dazu verabredet mit einem quasi Drei-Mädel-Haus. Einmal Oma Inge, die gute Seele der Küche, die schon seit vielen Jahren hier zuständig ist für, ich weiß nur, hervorragende Marmeladen, Kuchen, aber es geht noch weiter, es ist auch Bratengerichte, Klöße, also alles, was in die erzgebirgische Küche gehört. Mutter Martina in der Mitte, die mehr für die Geschäfte zuständig ist. Es ist ja schließlich ein großes Hotel hier dran. Es sind Gäste zu bewirten und es sind viele Gäste bei euch. Ich habe es heute früh gesehen. Und wir haben Steffi, auch von der Familie Kerper, die Chefköchin ist hier im Haus, aber sie ist noch mehr, sie ist auch eine Olympiasiegerin. Nur nicht irgendeiner Sportart, sondern in der Küche. Aber das hat sie nicht allein, sondern sie hat den Titel gemeinsam mit Martin Deutschmann errungen. Und wann war das, Steffi? Das war 2008 in Erfurt zur Olympiade. Internationale Olympiade, in der Nationalmannschaft der Jugendküche. Was musstet ihr da kochen? Was war da so? Wir hatten drei große Themengebiete. Einmal die kalte Ausstellung, einmal ein einfaches Tellergericht für 120 Leute und dann musste man noch ein Viergangmenü aus der Wildente kochen. Martin, was war da, kam auf den Tisch? Wo hast du mit die Leute begeistert, die Jury? In der Vorspeise haben wir einen Mousse gemacht mit einem Birnenragout. Dann die klassische Wildkraftbrühe von der Wildente mit Einlage. Und im Hauptgang ein pochiertes Röllchen im Pumpernickel-Spinatmantel. Also nicht typisch erzgebirgisches, wie ich gerade gehört Nein. habe. Aber das wollen wir heute machen. Und was haben wir uns vorgenommen, Steffi? Was gibt's als Vorspeise quasi? Ja, also wir haben ein Dreigangmenü vorbereitet und als Vorspeise haben wir die Nein-Kreidersuppe mit Gänseblümchen. Im Hauptgang hat die Oma den Mufflonbraten im Heu vorbereitet mit dreierlei Rübengemüse und böhmischen Knödeln. Ja. Und im Dessert haben wir das. Das verraten wir noch nicht. Das zeigen wir dann. Das bringen wir dann. Die Mufflons, wo kommen die her? Habt ihr die hier aus der Gegend? Kommen hier bei uns aus dem Erzgebirge. Gibt es erst wieder. Früher gab es sie schon. Jetzt eine ganze Zeit waren sie weg. Und jetzt. Das ist das alte Wildschaf, will ich dazu sagen. Genau. Was hier im Erzgebirge aufgewachsen ist. Genau wie die Ziegen. Das war ja früher alles hier angesiedelt. Und das wollen wir also heute mit Heu herrichten. Und dazu gibt es von der Oma böhmische Knödel, die sie, wie ihr sehen werdet, mit einem Faden schneidet. Ganz korrekt. Aber bevor wir in die Küche gehen, wollen wir uns noch ganz gern mal ein bisschen im Dorf umschauen, wo wir eigentlich sind. Mhm.
Der Waldhufenort Großwaldersdorf ist über 630 Jahre alt. 1378 wurde es erstmals urkundlich erwähnt. Es lag einst an der alten Poststraße, die von Freiberg nach Annaberg führte. Im 18. Jahrhundert wurde bei Großwaldersdorf im Bergwerk Grüne Tanne Schmirgel abgebaut. Ein Schleifmittel aus einem feinkörnigen Gesteinsgemenge, das sonst vor allem auf der griechischen Insel Naxos vorkommt. Deshalb hatte Johann Melchior Dillinger, der Hofgoldschmied August des Starken, hier auch Grubenanteile. Im 19. Jahrhundert gab es in Großwaldersdorf neben der Kirche und der Schule noch zwei Mühlen, einen Schlachthof, einen Bäcker und das Erbgericht, das 1837 neben zahlreichen weiteren Gebäuden den Flammen zum Opfer fiel. Mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz kam auch vorübergehend etwas Industrie in den Ort, der aber bis heute stark landwirtschaftlich geprägt blieb. Die Pferdezucht, insbesondere von Drakehnerpferden, und der Reitsport haben hier eine über 100-jährige Tradition. Seit 1994 gibt es das typisch erzgebirgische Landgasthaus Drakehnerhof. Mit seinen rustikalen Hotelzimmern und den vielen gastronomischen Plätzen im Haus und davor. Ich bin mit Steffi jetzt rausgegangen in den Kräutergarten vom Drakehnerhof. Steffi, muss ich dazu sagen, ist Kräuterprinzessin. Kräuterkönigin. Kräuterkönigin, Entschuldigung. Und wir haben uns an der Kräuterspirale getroffen. Steffi, Kräuterspirale, was muss man sich jetzt darunter vorstellen? Wie ist die entstanden? Ja, entstanden, mein Mann hat mir vor 4 Jahren, weil ich mir ein Kräuterbeet gewünscht habe, eine Spirale gebaut. Und die hatte dann so viele Kräuter, dass einfach kein Platz mehr drin war. Und es hieß, es muss eine größere ran. Und da ist in den letzten 2 Jahren dieses Prachtstück entstanden, wo jetzt alle Kräuter reingewandert sind. Wir haben uns für 5 Themenspiralen entschieden. Ja. Wir stehen hier an der Ausgrabungsspirale. Ausgrabungsspirale, was bedeutet das? Alle Kräuter kommen im Winter raus, aber nicht, weil sie in die Winterhart oder einjährig sind, sondern weil wir über den Winter ja auch frische Kräuter brauchen. Deswegen graben wir die aus. Dann haben wir die Wildkräuterspirale, die normale Küchenkräuterspirale, eine Blütenspirale, wo ausschließlich Blüten geerntet werden, und eine mediterrane Spirale. Und für unsere neuen Kräutersuppe hast du hier schon was gezupft, gerupft. Was haben wir da? Was kommt rein in die neuen Kräutersuppe? Genau, es variiert ja je nach Jahreszeit, je nachdem, wo wir uns gerade befinden. Und jetzt haben wir hier den kleinen Wiesenknopf, die Pimpinelle, schon mal geerntet. Dann haben wir den Salbei. Hier haben wir noch ein bisschen Estragon, die Pfefferminze. Und als Basis den Sauerampfer, damit es die schöne grüne Farbe bekommt. Prima. Also nehmen wir das und gehen rein in die Küche. So, wir haben uns also jetzt in der Küche getroffen. Und die Steffi schneidet uns jetzt die Kräuter, die in die Suppe gehören. Martin macht dazu, ja, ich weiß, wir sagen hier im Erzgebirge einbrennen. Wie sagt ihr dazu? Eine Mehlschwitze. Eine Mehlschwitze macht er jetzt. Das heißt also, er schwitzt Zwiebeln drin an, ja? Genau. Was hast du genommen? Gute Butter? Gute Butter, ja. Dann werden jetzt die Zwiebeln schön fein geschnitten und drin angeschwitzt. Ja. Ja, ganz leicht mit Farbe. Ja. Und dann wird mit Mehl abgebrennt. Das wäre dann das Einbrennen. Einbrennen. So, und dann kommt eine Brühe rein. Welche Brühe nehmt ihr? Was nehmt ihr als Grundlage für die Suppe? Geflügelbrühe. Geflügelbrühe. Man kann aber auch Gemüsebrühe nehmen, genau, wer so das es möchte. Rinderkraftbrühe ist nicht so geeignet, weil die das so ist intensiv ist. Ist zu kräftig. Ja. Genau so, Steffi, du schneidest jetzt welche Kräuter? Was hast du jetzt hier genommen? Also wir haben jetzt den Sauerampfer, ja, die Pimpinelle, den Estragon, den Salbei, etwas Minze, ein ganz klein wenig Löwenzahn machen wir immer noch mit rein. Okay, nicht zu viel Löwenzahn, das ist wichtig. Wegen den Bitterstoffen, bitter. Genau. Auch bei der Pfefferminze zurückhaltend sein, das ist klar. Aber was sehr schön ist, man kann nämlich diese Kräuter auch einfrieren. Ja, sie hat hier vorne diese
erstes Mal bleiben sie auch über den Winter. Man kann also diese, wir sagen ja Nein-Kreidersuppe, die hieß ja früher Gründonnerstag-Suppe, weil sie am Gründonnerstag hergestellt wurde. Aber im Erzgebirge ist ja Gründonnerstag meistens noch Schnee. So, aber später hat man die gepflückt, die Kräuter, hat sie eingefroren, sodass man also auch im Winter diese Suppe herstellen kann. Ja? So, was machst du jetzt? Noch ein bisschen mehr, wir wollen ja alle satt werden. Das. Genau. Es ist bald angeschwitzt. Ja. So, dazu kommt dann, wenn die Suppe fertig ist, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Eigentlich weiter nichts. Nee. Nur ja, Salz und Pfeffer. Denn die Kräuter selbst, und es müssen 9 sein, das ist ganz wichtig, vergesst das nie. Denn der Mythos sagt ja, also 9 Kräuter unbedingt. Wir haben es ja sowieso im Erzgebirge mit der Zahl 9 zu tun. Also wir haben die 9. Nessel, die bei Schwarzmond gepflückt werden soll. Wir haben die 9er Probe von Adam Ries. Wir haben es 9er Lahe zu Weihnachten. Und wir haben natürlich hier auch die 9 Kräutersuppe. Es sind ja auch Heilkräuter dabei. Ja? So, wenn du dann soweit bist. Ja, es geht gleich los. Kommt die Mehl dazu. Ganz kurz. Das gucken wir uns noch an. Ja, das duftet schon. Das duftet also von beiden Seiten, ja. Und sie hat, das will ich mal hier vielleicht in die Kamera zeigen, darf ich mal rüberfassen, wunderbare Blümchen gepflückt. Ja, da ist also Kapuzinerkresse dabei. Das sind die obligatorischen Ahnblümle. Die Gänseblümchen dabei. Die Gänseblümchen. Ja, die also dann zum Schluss, wenn die grüne Suppe auf den Tisch kommt, natürlich leuchtend oben aufschwimmen. Das macht die Suppe also vollkommen. So, so das Mehl dazu. Genau, jetzt kann man das Mehl reingeben. Zwiebeln fangen leicht an zu bräunen. Ja. Da haben wir. So. Und wenn das Mehl jetzt eingebrannt geworden ist, schüttet ihr die Brühe dazu. Genau, wichtig hierbei, eins von beiden muss kalt sein. Ja, wir haben also jetzt die kalte Brühe. Genau, weil die Mehlschütze warm ist. Ansonsten, wenn das umgedreht wäre, also wenn beides heiß wäre, würden Klumpen entstehen. So verhindert man die Mehlbatzen. Ah ja. So. Erstmal auch nur einen Schluck, damit sich die Einbrenner jetzt erstmal ein damit bisschen sich auflöst. Das auch richtig vermischt. Genau, so ist es. Und wenn das dann wieder etwas angedickt ist, dann kippen wir den Rest dazu. Würzen das schön ab mit Salz und Pfeffer. Das habt ihr hier. Genau. Dann ist es auch wichtig, das Ganze ein bisschen auskochen zu lassen, damit sich der Mehlgeschmack verliert. Erzgebirgisches Bergsalz, wie ich sehe hier. Genau. So. Schon Salz dran. Ja. Prima. So, und jetzt kommen die frischen Kräuter rein. Genau. Erstmal noch kurz auskochen. Erstmal lassen wir noch kurz, dass es zumindest einmal aufgekocht hat. Gut. Weil ansonsten werden uns die Kräuter gleich grau. Die werden grau, das ist wichtig. Deswegen tun wir die fein hacken und schon in die Brühe, dass die Brühe schon den Geschmack annimmt von den Kräutern. Dass es dann nicht so lange kochen muss. Und dass es schön grün bleibt. Ich meine, es lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ich habe das auch schon in Gasthöfen erlebt, dass sie dann etwas grau geworden ist, aber der Geschmack ist nach wie vor der große da. Klasse. Ja, und es lohnt sich wirklich, diese Suppe nachzukochen. Ja, ich kann das nur unseren Zuschauern empfehlen. Und wir sagen ja immer, es gibt sogenannte graue Kräuter, also sowas wie Estragon zum Beispiel. Die werden, sobald sie heiß sind, grundsätzlich grau, egal ob man sie lange kocht oder kurz kocht. Ja. Also das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Der Geschmack ist wichtig und soll es zu grau werden, dann haben wir ja Farben durch die Blumen. Genau, so ist dieses es. Herrliche Gelb, ja, oder die Gänseblümchen. Übrigens, die Gänseblümchen kann man auch getrocknet auf die Suppe geben. Also man kann die im Frühjahr pflücken, kann die trocknen. Und das Schöne ist, wenn die Gänseblümchen geschlossen sind und auf die heiße Suppe kommen, gehen sie wieder auf. Und entfalten das Aroma. Die sind ja sehr gesund. Gänseblümchen haben ja hohen Vitamin C-Gehalt. Ja, das wissen die wenigsten, dass die Gänseblümchen mehr Vitamin C haben als eine Zitrone. Und noch andere Vitamine und Spurenelemente. Ja. Aber wir machen ja keine Medizinsendung, sondern eine Kochsendung. So, rein jetzt mit dem Zeug. Genau, das gehört ja eng zusammen. Natürlich, natürlich. So, das sind also jetzt die frischen Kräuter. Genau.
Und jetzt kommen aber noch. Genau. Von den eingefrorenen Kräutern, diese raffinierten, würde ich sagen, was ihr hier in der Küche bei euch entwickelt habt, sie einzufrieren, um sie dann also auch in der kühlen Jahreszeit oder gar im Winter weiter zu verwenden. Grün auf den Tisch zu bringen. Genau. Ja? Wo machst du das rein? Im Frühjahr weiß man nicht, wohin damit. Da hat man alles im Überfluss und im Winter. Genau. Ganz kurz. So, mach ruhig rein. So. Also ich sehe schon die grüne Farbe. Sie werden sie gleich sehen. Wir werden die jetzt in die Teller füllen. Er hat eine Kelle geholt am Martin. Kannst und Steffi. Du stellst am besten hier aufs Holzbrettfleisch. Machen wir es von hier aus, ja. So. Habt ihr probiert? Habt ihr gekostet vorher? Ja. Gut, also ist in Ordnung, ja? Ja, sie schmeckt sehr gut. Hat so. Eine sehr schöne Konsistenz, ist grün. Ja. Was wollen wir mehr? So. Darf ich die Blümchen oben aufgeben? Bitte. Schaut euch das mal an. Ist das nicht eine Augenweide, diese kleinen Blumen noch oben drauf? Alles essbar? Alles essbar. Keine Sorge. So, damit hätten wir die Neinkreider oder Gründonnerstagssuppe. So, Oma Inge, mit ihr habe ich mich hier in der Küche verabredet. Es geht jetzt um das Hauptgericht von unserem Menü. Das ist das Mouflon in Heu. Ihr habt das vorher eingelegt. In was habt ihr denn das eingelegt? In Rotwein. Und wichtig ist natürlich erstmal das Heu. Ja. Das Heu ist, das ist Wiesenheu aus unseren Wiesen. Ja. Vom Reiterhof unten, die haben ja Wiesen. Ja. Und dann mache ich Wurzelgemüse, Zwiebel, Möhre, Sellerie. Und wichtig ist, dass wir Wacholder, Lorbeer und dass man das ganz klar trägt und dass das mit reinkommt. Also als Wildgericht als natürlich. Als Wildgericht. Okay. Und niemals Salz beim Einlegen. Nein, das wird Salz sonst wird's hart, ne, ja, das und Fleisch. Das und, so, zum Heu will ich noch sagen. Oma Inge hat schon gesagt, es ist Heu von hier. Unsere Wiesen schmecken nämlich anders als die in Tirol oder in Bayern. Und jede Wiese schmeckt übrigens anders, das wisst ihr. Ja, also gutes Heu aus unserer Region schmeckt nach unserer Region. Ja, ich will noch dazu sagen, für Allergiker, die manchmal Bedenken haben und sagen, oh, Heu, das kann ich nicht. Nee, das wird eingelegt, das wird heiß gemacht, das wird über 100 Grad erhitzt. Also da kann eigentlich nichts passieren. Nee. Ja, und wenn ihr es einlegt, das wird feucht gemacht. Und jetzt sind wir beim nächsten Gang, also nicht nächsten Gang, sondern der Prozess wird fortgesetzt. Ihr schiebt das jetzt in den Ofen. Wenn es, wie viele Tage liegt es denn drin? Ja, man kann das, Stunden? Also umso länger, umso besser. Ja. Also es kann so 3 Tage ist die Regel. Also, erstens mal wird das Fleisch mürber. Ja. Und dann, wenn man es rausnimmt, schön abtropfen, dass es nicht mehr nass ist. Und dann tue ich das mit Wildgewürz, Salz und Senf einreiben. Und dann kommt es in heißes Fett. Wird es angebraten. Und, angebraten. Ja. Und Speck nicht vergessen. Ja, gut, nicht denn, zu viel, damit der Speck nicht vorschmeckt. Das ist, dann darf man nicht vorschmecken, auch den kennt sie um drauf legen oder so. Ja. So, aber dann kommt es in den Ofen. Und wie lange habt ihr. Naja. Kommt drauf an, auf dem Alter. Also unter 2 Stunden nicht. Ja. Also 2 Stunden brauchst. Kennt ihr das in Berlin auch, das Gericht? Er kommt nämlich aus Berlin. mit Heu nicht direkt, nein. Mit Heu nicht. Also darf ich noch einmal einwenden, das Heu muss mit gebraten werden. Ja, das ist das klar. Das ist wichtig. Das ist also, so, gut. Also dann würde ich sagen, schieben wir das schöne Stück in den Ofen. Jawohl. Und dann hinterher kosten wir's. Und dann kosten wir's. Gut. Geht klar. Wir haben also das gute Stück jetzt aus dem Ofen rausgeholt, es liegt vor uns. Liebe Oma Inge, würdest du es mal anschneiden? Ja, dass wir mal gucken, wie es geworden ist, wie es innen ausschaut. Ja. Vielleicht einmal durch, ja. So. So, also, das sieht ganz gut aus. Ja, das sieht gut so, aus. So, können wir eine Scheibe mal abschneiden, ja, dass wir die dann probieren können. So, jawohl. So, Steffi hat schon einen Teller hier.
Reicht eine Scheibe, tun wir mal drauf. Und du hast Wurzelgemüse gemacht. Was ist genau, das? Genau, Rübengemüse. Rotes Rübengemüse. Rotes Rübengemüse. Rotes. Mit rote Beete und gelber Rübe. Und ist da noch irgendwie. Nochmal eine Mehlschwitze, also eine Eine leichte. Ja. Eine leichte. Ja, sagt ruhig Mehlschwitze. Gibst du mir bitte die Soße? Ja. So, ein bisschen Soße dazu. Also Wildform natürlich, würde man da sagen. In der, ja. Die Wildsoße ist jetzt ja, der Bratensud vom. Bratensud, ja. Vom Einlegen. So, und dann haben wir hier natürlich böhmische Knödel dazu. So, und die böhmischen Knödel zeigt uns jetzt mal Oma Inge, dass man die eben nicht mit dem Messer schneidet, wie das sonst üblich ist. Warum? Weil die Schnittfläche rau bleiben soll. Rau deshalb, damit die gute Soße, die wir hier auf dem Teller haben, auch aufgesaugt werden kann. Ja, das so, ist ganz wichtig. Und das zu schneiden, sie macht das also jetzt ganz korrekt hier, macht man mit einem Faden, den man kreuzweise drüber hält und abschneidet. So, und zwei Stück davon, ja. Man kann sie noch ein bisschen schmaler schneiden, aber ja. Wir haben ja hier Leute, die hungrig sind, da können wir das so drauflegen. So, und damit wäre eigentlich unser Heumoufflon kreiert. Ja. Fertig, zum Verkosten. Dankeschön. Guten Appetit. Wieder in der Stöbner-Ecke haben wir also die Gerichte jetzt. Ich sag's nochmal, was wir hier gekocht haben. Das ist also das Mouflon aus, oder Mouflon, wie ihr hier sagt, aus der Muffel. Muffel, jawohl, aus dem Erzgebirge. Wir haben, was ist da, die rote Beetesalat, ist das dabei? Ja, rote Rübengemüse, es ist gelbe Rübengemüse. Und rote Rübe. Und Oma Inge hat uns die böhmischen Knödel gemacht, mit dem Faden geschnitten. Das ist hier mit einer wunderbaren Soße dabei. Und hier haben wir vorher schon die Nein-Kreidersuppe oder Gründonnerstagsuppe. Ich habe es ja in der Küche euch erklärt, wie man die zubereitet. Was ihr natürlich vergessen habt, sind wieder die Blümchen oben drauf. Ich mache das jetzt. Schaut mal an und schon sieht die Suppe ganz anders, ganz edel aus. So, und jetzt haben wir aber noch eine Überraschung. Es fehlt ja noch beim Menü, fehlt ja der dritte Gang. Und da würde ich jetzt mal bitten, dass Martin Deutschmann uns diese Überraschung bringt. Das so. Ist also ein Käseteller. Genau, in dreierlei Käse. Auf Erzgebirgisch bitte. Erzgebirgisches Dreierla haben wir das genannt, ja. Weil es ist ja so, wenn wir heute auf unsere Speisenkarten gucken, nicht im Darkenerhof, aber auf verschiedenen anderen, dann ist der Nachtisch doch sehr einseitig. Meistens Eis, Eis, Eis. Die schönen böhmischen Mehlspeisen fehlen, aber auch die Käseteller sind rar geworden. Und deshalb haben wir gesagt, schauen wir mal nach, was unsere Altvorderen an Erbgerichten uns hinterlassen haben. Und schaue da, es gibt in Abertham, also Abertami, Stück hinter der Grenze, diesen Abertamer Käse, von dem schon der alte Lehmann, Christian Lehmann, der Chronist des Erzgebirges, 1699 drüber geschrieben hat. Also ein Ziegenkäse. Ja, denn Ziegen waren in Abertham gang und gäbe. Es ist ja auch die Kuh des Bergmanns, wie man im Erzgebirge sagt. Das Ziegenleder wurde schon zur Handschuhfabrik dort, für die Handschuhfabrik gebraucht. Dann haben wir den Schiebäcker. Das ist der hier, ja, wenn ich das richtig genau sehe. Wie habt ihr den gemacht, den Schiebäcker? Das ist, der ist mit Bier, Zwiebeln, Knoblauch und Harzer Roller. Ist gekocht. Eigentlich ein Kochkäse. Genau, der ist gekocht. Ist ein Kochkäse. Der hat gut eine halbe Stunde gekocht und ist dann in Gläsern eingeweckt. Und warum heißt der Schiebäcker? Mit 2 B übrigens geschrieben und EE. Ja, weil die alten Herrschaften den auf dem Schiebbock, das ist der einrädrige Karren, haben den geschoben und dort von gleich dort runter verkauft. Und die Herrschaften, die den verkauft haben, die hießen dann selber Schiebbäcker. Ja. So, und dann haben wir noch einen dritten drauf, der kommt von ganz weit her. Das ist der Liptauer. Das ist der Liptauer. Der kommt aus dem heute eigentlichen slowakischen Liptau. Das war ein rumänisch-slowakisches Gebiet und der ist gewandert, wie so viele Gerichte von uns, die wir im Erzgebirge haben, natürlich aus vielen Gegenden hierher kamen, ist der Liptauer über Österreich, Ungarn nach Böhmen gekommen und von Böhmen ins Erzgebirge. Aber nicht auf unserer Seite etabliert, sondern das ist jetzt erst wieder entdeckt worden. Ja? Und deshalb finde ich es schön, dass ihr das gemacht habt. Dazu gehört ein guter Schnaps. Wir haben hier einen Kalmus, also auch was typisch Erzgebirgisches,
aber man kann auch ein Bier dazu trinken. Ja, das ist also eine Käseplatte, unser Erzgebirgisches Dreierlei. Und das wird hier bei euch wahrscheinlich auf der Speisenkarte stehen, oder? Das steht bei uns in Zukunft auf der Speisekarte. Und das andere auch. Ja. Wunderbar. Nicht in Zukunft. Es steht schon drauf. Es stand schon drauf und es kommt wieder. Nur im Sommer, weil es dann nicht ganz so gut gegessen wird. Das geht meistens mehr zu den Winter- und Herbstmonaten hin. Gut, dann seid also die Zuschauer recht herzlich eingeladen in den Drakehnerhof. Und wer die Gerichte nachkochen möchte oder sich weiter informieren will, der kann sich demnächst dieses Buch besorgen. Erbgerichte, so wie unsere Sendung heißt, wo also sächsisch-böhmische Traditionen, Küchentraditionen aufgeschrieben sind. Es ist kein reines Kochbuch, es sind nicht nur Rezepte, aber über 100 Rezepte auch drin, sondern es wird auch die Kulturgeschichte unserer erzgebirgischen Küche dargestellt. Ich danke für Ihr Zuschauen und hoffe, dass wir uns im nächsten Landgasthof und in der nächsten typischen Erzgebirgsgaststätte wieder treffen. Das war die Premiere von Erbgerichte Treffpunkt kulinarisch unterwegs. Wenn die Sendung Ihren Geschmack getroffen hat, etwa alle 2 Monate wird eine neue Folge erscheinen. Beim nächsten Mal sind wir dann im Hotel auf dem Pöhlberg in Annaberg-Buchholz zu Gast. Das der Blick voraus. Hier geht es jetzt mit Verbraucherinformationen weiter. Berlin, München, Nürnberg, Frankfurt am Main. Wo finde ich dieses exklusive Fachgeschäft für Heimtextilien? Die Antwort: in Aue auf der Bahnhofsstraße. Dort ist seit kurzem, gleich neben der traditionsreichen Kurt Bauer GmbH, das Geschäft Bauer Home zu finden. Wie Michael Bauer erklärt, betreibt seine Firma das Fachgeschäft in Kombination mit dem Werksverkauf schon viele Jahre. Eine Rekonstruktion war aber jetzt überfällig gewesen, weil das ganze Mobiliar und die ganze Einrichtung nicht mehr zeitgemäß war und wir an sich das zum Anlass genommen haben, einen Shop einzurichten, der zur Präsentation unserer Fachhandelskollektionen dienen soll. Bauer Home eben. Das exklusive Geschäft bietet einerseits dem Fachhändler für Heimtextilien, der die Waren der Marke Kurt Bauer anbietet, eine gute Empfehlung, wie die Sortimente des Auer-Unternehmens präsentiert werden können. Andererseits laden die modern und hell gestalteten Räume mit ihren vielen dekorativen Elementen den Endkunden zum Kauf ein. Unsere Kunden finden hier erstmal im Erdgeschoss, das ist praktisch die Präsentation unserer aktuellen Kollektionen. Sie wissen, dass wir jährlich eine Hauptkollektion erstellen und dass wir dann im Herbst nochmal für Herbst-Winter eine Ergänzungskollektion machen. Und wir benutzen hier diese Präsentationsmöglichkeit, um das Aktuelle zu zeigen, um eben auch die Kombination, die wir empfehlen, also mit entsprechend Blätz, mit Morgenmänteln, mit kleinen Wärmeschüchen, dass man eben nicht bloß ein Sortiment oder eine Ware verkauft, sondern dass man auch eine gewisse Idee, wie man im Schlafzimmer die ganze Einrichtung machen kann, mit dem Kunden rüberbringen kann. Darüber hinaus kann man im Obergeschoss auch noch lohnende Schnäppchen machen, denn da ist Werksverkauf oder Outlet-Ware vergangener Kollektionen in Top-Qualität zu wirklich attraktiven Preisen zu haben. Der Kenner schätzt, dass die in Bauer Home angebotenen Textilien zumeist direkt in Aue, auf alle Fälle aber in Deutschland hergestellt wurden. Die Neueröffnung nach dem Umbau war am 29. August. Ein ganz toller und verheißungsvoller Tag für das Unternehmen. Hat an sich sämtliche Erwartungen, die wir an den Tag gestellt hatten, gesprengt. Also so ein Besucheransturm und so einen tollen Umsatz, den wir an dem Tag gemacht haben, hatten wir an sich überhaupt noch nicht gehabt. So sieht's bei Bauer Home auf der Bahnhofsstraße 8 in Aue aus. Aber auch in Städten wie Berlin, München, Nürnberg oder Frankfurt am Main sind die Produkte der Kurt Bauer GmbH gefragt
und werden in speziellen Kurt-Bauer-Shops gehandelt. Wir Erzgebirger müssen die Bettwäsche aber nicht aus der Großstadt mitbringen. Wir haben Bauer Home in Aue, montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Ungewöhnlich, aber erfolgreich. Seit 2013 vertreibt das Renault und Dacia Autohaus Erler neben seiner klassischen Fahrzeugpalette Land- und Kommunaltechnik der Firma Lindner. Bestseller des österreichischen Herstellers sind die neuen, starken, wendigen und komfortablen Geotrack-Modelle. Der Lindtrack, ein stufenlos Traktor mit lenkender Hinterachse, und der vielseitige Lindner Unitrack, ein geländegängiger Last- und Geräteträger, der auch als Räum-, Kehr- oder Mähgerät einsetzbar ist. Das Highlight des Jahres bei Renault, der neue Twingo ist da. Komplett neues Design, frische Farben und endlich 5 Türen, serienmäßig. Der Kleinwagen-Klassiker ist fit für die Zukunft. Der Twingo ist fit für Sie. Der neue Twingo ist aber nicht nur schick, er bietet auch allerhand technische Finessen. Beispielsweise das über eine App steuerbare Multimedia-System R&Go. Die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für Innen- und Außendesign, vor allem aber der erstmals in einem Renault Kleinwagen angebotene Heckantrieb, der aus der Kooperation mit Mercedes Smart hervorgeht. Neues gibt's auch im Transporterbereich. Die nächste Generation des Megasellers Renault Traffic steht zum Verkauf bereit. Robustheit, vielseitig und Wirtschaftlichkeit sind seine Attribute. Seine hochmodernen, extrem sparsamen Twin-Turbo-Motoren und eine höchst variable Laderaumgestaltung sind die besonderen Stärken des neuen Traffic. Pfiffige Detaillösungen zur Laderaumverlängerung, zukunftsorientierte Multimedia-Einsatzmöglichkeiten und ein kraftvolles, ausdrucksstarkes Design sind die besten Voraussetzungen, um der Erfolgsstory des Renault Traffic ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Vorgestellt werden beide Neuheiten offiziell zum Tag der offenen Tür am 20. September. Hiermit möchte ich Sie herzlich zu unserem zünftigen Oktoberfest nach Elsnitz Erzgebirge einladen. Besucher können von 9 bis 17 Uhr Traktorrundfahrten unternehmen, sowie die gesamte Fahrzeugpalette inklusive der neu eingetroffenen Dienst- und Jahreswagen bestaunen. Im Autohaus Erler in Elsnitz Erzgebirge, nur 3 Kilometer von der Autobahnabfahrt Hartenstein entfernt. Autohaus Erler, ehrlich und gut. Die Erzgebirgssparkasse ist mit mehr als 800 Beschäftigten nach wie vor einer der größten Arbeitgeber im Landkreis. Das moderne Finanzdienstleistungsunternehmen bildet seit Jahren aus und gibt damit jungen Menschen eine Chance und übernimmt andererseits auch Verantwortung für unsere Region. Am 2. September begannen insgesamt 13 neue Sparkassen-Azubis ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann. 9 Damen und 4 Herren, sie alle stammen aus dem Erzgebirgskreis. Nach der Unterzeichnung der Ausbildungsverträge im Frühjahr starteten die jungen Leute nun offiziell ins Berufsleben. Viele neue Herausforderungen gilt es zu meistern. Mit Silvia Jonas-Melzer und Heike Hauser stehen Ihnen dabei ab sofort 2 erfahrene Ausbildungsleiterinnen zur Seite. Die Ausbildung für die neuen Auszubildenden beginnt traditionell mit der Einführungswoche. In der Einführungswoche werden unsere Auszubildenden fit gemacht für ihren Einsatz in den Filialen. Also werden belehrt, mit den ganzen Gegebenheiten vertraut gemacht, bekommen das erste Kommunikationstraining und sind dann startklar für ihre Tage, die dann in der Filiale stattfinden. Also die Ausbildung bei uns umfasst die breite Palette des Bankgeschäftes, angefangen vom Zahlungsverkehr über den Sparverkehr, über das Wertpapiergeschäft und das Kreditgeschäft. Die Azubis werden in allen Bereichen bei uns im Haus eingesetzt, vorrangig in der Filiale, und lernen dort den Kundenkontakt vollumfänglich kennen. 3 Jahre wird es dauern, bis sie dann als Bankkaufleute selbst Kunden beraten. Auszubildende des 2. Ausbildungsjahres verrieten uns ihre Motive, den Beruf Bankkauffrau bzw. Bankkaufmann zu erlernen. Also ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich nach dem Abitur gerne eine anspruchsvolle Ausbildung machen wollte, weil man hier täglich im Kundenkontakt steht und weil man auch nach der Ausbildung noch Aufstiegschancen hat. Ja, ich schließe mich meiner Kollegin an. Ich wollte auch eine anspruchsvolle, aber auch komplexe Ausbildung machen.
wo man halt auch viel mit den Kunden zu tun hat, wo man auch schon nach kurzer Zeit Verantwortung übernehmen muss und sich daran halt auch testen, aber auch beweisen kann. Wer sich im neuen Bewerbungszeitraum bei der Sparkasse bewerben will, sollte nicht so lang warten. Die Zeit läuft bereits. Alle Infos inklusive Möglichkeiten der Online-Bewerbung gibt es unter der eingeblendeten Internetadresse oder auf einer der kommenden Ausbildungsmessen im Erzgebirgskreis. Anlaufpunkt für die erste Plattform dieser Art ist bereits am 20. September in der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz. Zum Tag der offenen Wohnungstür stellte die Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg wieder eine große Auswahl individueller Angebote rund ums Wohnen vor. Alle Mitarbeiter der Gesellschaft, vom Kundenbetreuer bis zum Geschäftsführer, waren vor Ort, um die Fragen der Mieter und Besucher zu beantworten. Die breite Palette an WBG-Wohnungsangeboten zeigt, nicht nur unterschiedliche Größen und Lagen der Wohnungen, auch Ausstattung und Preisgefüge sind auf jeden Bedarf abstimmbar. Kleine Wohnungen für junge Leute, die sich erstmals ein eigenes Reich schaffen oder zum Studium nach Schneeberg kommen, standen ebenso zur Besichtigung wie größere Wohnungen für Familien in der Nähe von Einkaufsmöglichkeiten, Kindereinrichtungen und Schulen. Auch der stellvertretende Bürgermeister Matthias Preis überzeugte sich bei der gemeinsamen Besichtigung von Musterwohnungen von den attraktiven Angeboten. Unser diesjähriger Tag der offenen Wohnungstür fand wieder sehr großen Zuspruch und die flexiblen Angebote an Wohnungen haben sich großer Beliebtheit erfreut. Es war uns wieder möglich, Musterwohnungen zur Besichtigung anzubieten, wo man nach Lage, Ausstattung, Größe, aber auch nach jedem individuellen Geldbeutel sich das entsprechende Angebot aussuchen konnte. In den nächsten Wochen wird mit der Vorbereitung und Umsetzung der nächsten Investition im Rahmen von barrierereduziertes Wohnen in Schneeberg begonnen. In der Christian-Melzer-Straße 2-8 werden Aufzüge angebaut, die den Mietern und potenziellen Interessenten einen deutlich leichteren Zugang zu ihren Wohnungen ermöglichen. Ein wichtiger Schwerpunkt, den wir dieses Jahr zum Tag der offenen Wohnungstür präsentieren können, ist die Investition in 4 Aufzugsanlagen an der Christian-Melzer-Straße 2-8. Hier werden wir 48 barrierereduzierte Wohnungen schaffen können und damit vielen Anliegen älterer Mieter insbesondere entgegenkommen. Im 4. Quartal diesen Jahres soll mit der Investition begonnen werden, die dann bis April 2015 abgeschlossen sein wird. Auch viele andere Anliegen, Sorgen, Fragen und Hinweise konnten direkt vor Ort diskutiert und vielleicht auch schon gelöst werden. Die gute Resonanz war auch wieder ein Beleg für die Nachhaltigkeit der Wohnungspolitik in der Bergstadt Schneeberg. In ErzTV das Magazin berichten wir immer wieder von interessanten Unternehmungen, die im Erzgebirge ihre Wurzeln haben. Einmal mit dem Pferdefuhrwerk nach Prag reisen, können Sie sich das vorstellen? Helmut Roth und Christian Suhr arbeiten auf dieses Abenteuer hin. Unerfahren sind sie dabei nicht. Historisches tat sich im September 2012. Zum ersten Mal seit 200 Jahren fuhr ein Fuhrwerk auf der historischen Salzstraße von Lößnitz ins 140 Kilometer entfernte Halle an der Saale. Die Fuhrleute Helmut Roth und Christian Suhr haben die Strecke mit einem von 2 Kaltblutpferden gezogenen eisenbereiften historischen Planwagen erfolgreich gemeistert. Mit dieser Aktion lenkten die beiden Männer damals die Aufmerksamkeit auf die historische Salzstraße, eine bereits im Mittelalter bedeutende mitteldeutsche Handelsroute, die auch für die Entwicklung der Stadt Lößnitz im Erzgebirge prägenden Einfluss hatte. 2 Jahre sind seit der Fahrt von Lößnitz nach Halle vergangen, da tauchen die Fuhrleute wieder auf. Beim historischen Stadtfest im tschechischen Luni sorgte das Pferdefuhrwerk aus Lößnitz für interessierte Blicke. Der Kurztrip über die Grenze diente der Vorbereitung für eine neue Reise auf der Salzstraße, denn die in Halle beginnende Handelsroute endet ja nicht im Erzgebirge, sondern führt weiter bis nach Prag. Eine Station dabei, Luni. Der Verein Alte Salzstraße von Halle nach Prag
hat etwa seit einem Dreivierteljahr die Reise des Salzfuhrwerks von Lößnitz nach Lohni vorbereitet. Und zwar Ziel war, hier einmal ein Salzsieden vorzuführen im Rahmen eines großen Festes, des Stadtfestes, was jedes Jahr hier in Lohni stattfindet. Nun gehört Lohni zu einem der wichtigen Punkten entlang der alten Salzstraße von Halle nach Prag. Und Salz spielte hier für den Handel und für die Entwicklung der Stadt eine enorme Rolle. Die Stadt Lohni an der Eger gelegen, wird Südtor des böhmischen Mittelgebirges genannt. Ein Höhepunkt des diesjährigen Stadtfestes war die erstmalige Übergabe der Salzrechtsurkunde. Unter Leitung des Vereins Alte Salzstraße Halle Prag haben Salzwirker aus der Salzstadthalle, auch Haloren genannt, an einer Siedepfanne das historische Salzsieden vorgeführt. Was uns begeistert hat, die Offenheit und die Freundschaft, mit der wir hier empfangen worden sind. Das Lößnitzer Pferdefuhrwerk wurde in Lohni viel bestaunt. Es war diesmal allerdings noch nicht selbstständig bis hierher gefahren. 2015 soll das dann anders sein, denn die Fahrt von Lößnitz nach Halle hatte für ein großes mediales Echo gesorgt. Eine gute Werbung für die Salzstraße. Unser Ziel ist es, nächstes Jahr diese Tour noch zu erweitern, und zwar bis Prag zu fahren. Und für diese weite Tour ist es gar vorgesehen, diese Tour 14 Tage zu planen. Und zwar von Lößnitz über das Erzgebirge, über Zschopau, über Seifen, über Lesna, dann bis Lohni wieder, Slani und bis nach Prag. Das wird, hoffen wir, ein Highlight für den gesamten Tourismus werden und für die gesamte Region. Die Fuhrleute Helmut Roth und Christian Suhr waren mit ihren ersten in Tschechien gefahrenen Metern und die Begegnung mit den Leuten vor Ort sehr zufrieden. Für uns war Lohni ein Erlebnis. Man hätte nicht damit gerechnet, mit einem derartigen herzlichen Empfang. Das macht Hoffnung für das Vorhaben, 2015 in 2 Wochen mit dem Pferdefuhrwerk von Lößnitz bis nach Prag zu fahren. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn die Fahrt zustande kommt. Allein daher, dass dann das große Vorhaben Alte Salzstraße Halle Lößnitz Prag wirklich zum erfolgreichen Ende gebracht worden wäre. Vielleicht wird dann das historische Fuhrwerk aus dem Erzgebirge in Prag genauso herzlich empfangen wie 2012 beim Salzfest in Halle an der Saale zum Abschluss der Fahrt auf dem ersten Teilstück. Mit der Ankunft in der tschechischen Hauptstadt hätten die Lößnitzer ihre historische Mission erfüllt. Auf den Etappen von Lößnitz nach Halle konnten wir die erzgebirgischen Fuhrleute vor 2 Jahren begleiten. Ich denke, auch 2015 wird eine Kamera die Fahrt begleiten. Wir dürfen gespannt sein. Auch im folgenden Beitrag geht es um etwas, wo sich Tiere nützlich machen. Wir wollen jetzt über die Arbeit der bestätigten Nachsuchengespanne des Sächsischen Landesverbandes im Erzgebirge berichten. Wildschweine. Im Erzgebirge keine Seltenheit. In den letzten Wochen wurde immer wieder von der afrikanischen Schweinepest auch bei Wildschweinen berichtet. Meldungen kamen unter anderem aus Polen. Die Schweinepest beim Schwarzwild gilt als eine gefährliche Seuchenerkrankung. Sie ist mit allen Mitteln zu bekämpfen. Der Deutsche Jagdverband appelliert deshalb an alle Weidmänner, die Jagdaktivität auf Schwarzwild zu erhöhen, um ein Übergreifen der Seuche zu verhindern. Kommt ein Jäger beim Ansitz zum Schuss, ist es nicht selten, dass das getroffene Wild noch flüchten kann. Tritt dieser Fall ein, wird am nächsten Morgen eine Nachsuche mit Pferdenhund durchgeführt. Wir machen heute eine Nachsuche auf Schwarzwild. Gestern Abend sind etwa 100 Meter von der Waldfeldkante ist eine Sau beschossen worden in einer Sule. Vermutlich waren es 3 gleich große Schweine. Ich nehme also an, dass es Überläufer sind. Und rings um die Sule ist also Naturverjüngung. Das war früher mal Käferloch. Und am Anschluss ist Schweiß und wir müssen jetzt die Sau mal nachsuchen. Hoffentlich ist er nicht weit gegangen, wir werden das merken. Der Dackel wird heute die Nachsuche machen
Und gestern Abend ist richtigerweise nicht nachgesucht worden, weil in dieser Dickung ist es zu gefährlich, also Schwarzwild nachzusuchen. Wenn die Sau nicht tödlich verletzt ist, dann nimmt sie entweder einen Hund oder einen Führer an oder beide. Und das kann mit schlimmen Verletzungen ausgehen. Also wird die Nachsuche heute Morgen gemacht. Und das machen wir jetzt. Also hier draußen sehen wir das Feld, da ist Mais, das war vor 2 Jahren schon mal. Da stecken die Schweine drin, machen also einen unwahrscheinlichen Wildschaden. In etwa 100 Metern Entfernung hier ist die Waldfeldkante und die suchen natürlich dann hier in der Sule, suchen die Abkühlung, kommen hierher und deswegen habe ich sie hier abgepasst. Schnell ist klar, dass diese Nachsuche nicht einfach wird. Im Verlauf der Nacht hatte eine weitere Rotte Sauen Abkühlung in der Sule gesucht und dabei wichtige Spuren des Anschusses verwischt. Nun ist Dackeldame Jean of Myrtle Forest gefragt. Mit ihrer feinen Nase kann sie eine Gesundspur von einer Krankfährte unterscheiden. Alle Sinne sind nun auf die eine Fährte gerichtet. Im dichten Unterwuchs hat nun Jean das Kommando übernommen. Allerdings kann es jederzeit zu einem Angriff einer nicht tödlich getroffenen Sau kommen. Deshalb ist äußerste Vorsicht bei jeder Nachsuche geboten. Auch in diesem Fall hat Dackeldame Jean diese Nachsuche mit Erfolg beendet. Also, ihr habt es gesehen, es ist also nur bürstendicht alles. Und aufgrund dessen, dass natürlich auch in der Sule Massenbetrieb von Schweinen ist, ist es natürlich ganz, ganz schwierig, einfach den Hund die Krankpferde zu finden. Die Jean ist jetzt 4,5 Jahre alt, macht ihre Sache gut. Und in zunehmendem Alter kriege ich also immer mehr Vertrauen und ich laufe dem Dackel also nur noch hinterher. Die weiß ganz genau, was sie machen soll. Die sieht das Schweißgeschirr, die weiß, die, was losgeht. Da muss ich euch nicht mehr erzählen. Habt ihr ja vielleicht gesehen, die macht das von ganz alleine. Nur hinterherlaufen. Nicht schimpfen, sondern die weiß ganz genau, die ist 20 mal, 30 mal besser als ich. Aufbrechen der Wildsau und Fleischbeschau des Veterinäramtes auf Trichinen. Dann wird die Wildsau zu einem schmackhaften Lebensmittel. Jagd kann auch schweißtreibend sein. Mit einem Bergungsgurt wird das erlegte, 1 Zentner schwere Tier zum Ort des Abtransports geschleppt. Nach dem Verladen des erlegten Wildes zollt der Jäger dem Tier seinen Respekt. Mit dem letzten Bissen bekommt die Sau einen Fichtenreiser ins Gepräch. Der vergangene, milde Winter hat bei den Wildschweinen zu einer dramatischen Vermehrung geführt. Diese Auswirkungen sind in der Forst- und Landwirtschaft deutlich spürbar. Wie hoch genau die Reproduktionsrate beim Schwarzwild ist, kann keiner genau beziffern. Dr. Thomas Baude gibt uns abschließend ein Beispiel. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen beträgt die Reproduktionsrate bei Wildschweinen 300% pro Jahr. Das muss man sich also mal in Zahlen zergehen lassen, wenn man also im Hauwald nahe Stolberg vielleicht im Februar, bevor die Frischlinge zur Welt gekommen sind, vielleicht 50 Schweine gehabt hat und es wurde nicht gejagt, dann hätten wir am Jahresende 150 Schweine nach einem Jahr. Nach 2 Jahren wären aus den 150 Schweinen 450 Schweine geworden. Nach 3 Jahren kann man die Zahl fast gar nicht mehr ausdrücken. Also wer also behauptet, dass sich die Natur alles selber regelt, bei den vielen Maisanbau etc. daher läuft, ist das also illusorisch, es muss gejagt werden. Sonst kriegen wir also, wie gesagt, die afrikanische Schweinepest, die ja schon zumindest angekündigt wurde, die aus Polen zu uns einwandern soll, hätten wir also ein Riesenproblem. Es würde auch keinen Spaß mehr machen, in den Wald zu gehen, wenn man überall Kadaver rumliegen hat. Also es muss gejagt werden. Und die Reproduktionsrate bei den Sauen ist also halt bei 300%. Die Wachen bringen also im Frühjahr zwischen 4 und 6 Frischlinge zur Welt. Das ist unglaublich. Es muss also irgendwas getan werden.
In der nächsten Woche kommen auf diesem Programmplatz wieder die Kunstliebhaber auf ihre Kosten. Steffen Kind wird Sie zu einer neuen Ausgabe von Moment mal Kultur im Erzgebirge begrüßen. Wenn Ihnen heute ErzTV das Magazin gefallen hat oder Sie mal eine Sendung verpasst haben, schauen Sie im Internet unter kabeljournal.de nach. In unserer Mediathek finden Sie viele interessante Sendungen und Beiträge. Passend zum letzten Beitrag darf ich mich diesmal mit Bildern von Wildschweinen verabschieden. Ich sage Tschüss und bis bald im Programm des Kabeljournals.